Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns hier jetzt in den oberen Etagen von Haus Caria, wo wir in den Vorgärten von so ein paar Spinnenhänden bisher ordentlich in die Mangel genommen worden sind. Ich hoffe mal, die treten hier oben jetzt nicht mehr auf. Man sieht ja auch auf der Karte, jetzt sind wir hier, das war vorher alles dieses untere Gebiet hier. Hier haben wir uns jetzt auch auf diesen Mauern und so rumgetrieben. Und jetzt geht's weiter hier in den oberen Etagen und ja, wie immer, mal sehen, was uns hier erwarten wird. Oh, ich sehe schon mal wieder ein goldenes Pflänzchen, was uns eine goldene Saat beschert und Wölfe. Wenn das normale Wölfe sind, das macht mir jetzt gerade nicht so viel Angst. Will gerade mal gucken. Oh, goldene Saaten haben wir, glaube ich, gar keine. Das heißt, wir müssen noch mindestens zwei weitere finden, bevor es wieder ein Fläschchen mehr gibt. Das können wir mal aktivieren. Werde ich wahrscheinlich eh nie nutzen oder kaum, zumindest nicht in diesem Durchgang. Erstmal, wenn ich einen Online-Modus einschalte, dann wird es irgendwann Sinn ergeben. Aber aktiviert ist aktiviert. Wer weiß, wann es sich noch als nützlich erweist. Goldene Saat. Sehr nice. Warum auch immer das jetzt nicht geklappt hat. Oh, ich hätte ihn jetzt auch von vorne einmal durchbohren können. So, tot ist tot. Also, der gute André hat mich darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich mich von hinten anschleiche, einfach alle Tasten loslassen muss, vor allem den L-Stick, mich nicht mehr bewegen lassen soll. Ich habe es gerade gemacht, es hat trotzdem nicht funktioniert. Okay, vielleicht war ich zu weit, nicht nah genug dran, was auch immer. Es funktioniert auf jeden Fall alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, da unten. Ah, man sieht. Hier direkt unter uns ist auf jeden Fall auch so ein Plateau mit Töpfen und so, ne? Und das scheint mir auch das Plateau zu sein, wo man auf diese eine Mauer da drauf kommt, wo wir noch Loot gesehen haben. Und es sieht mir auch so aus. Ja, da waren wir schon überall. Ja gut, von der anderen Seite würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall runterkommen. Es sieht mir aber auch fast so aus. Ich meine, wir sind jetzt nicht so weit vom Ort der Gnade entfernt, als wenn man auch hier so drauf und runter springen könnte. Oh. Es gibt danach irgendwie keine Etage mehr, habe ich den Eindruck. Das ist so ein bisschen das Problem. Es wäre jetzt nur doof, wenn unsere... Ich weiß gar nicht, wie viele Runen es waren, ehrlich gesagt. Wenn die jetzt auf der Zwischenetage liegen. Oh, da hinten schleicht so ein Wolf rum. Den möchte ich eigentlich erstmal nicht triggern, wenn es irgendwie geht. Und ich werde mich nochmal versuchen, an diesen hier anzuschleichen. Und den von hinten zu stabben. Es geht nicht. Wie immer die Funken fliegen, wenn sie, wenn ihre Stance durchbrochen wird. So, jetzt riskieren wir nochmal einen Blick hier runter. Hier sind auch unsere Runen. Oh, es sind immerhin 15.000. Das sind einige. Vielleicht sollte ich hier gar nicht so risky sein. Ich glaube, wir probieren das lieber von der anderen Seite, von diesem Friedhof aus. Das scheint mir der reguläre Weg zu sein. Wie viele Runen brauchen wir für ein Upgrade? Da steht's 18.100. Wir haben 15.6. Das heißt, wir brauchen noch 2,5. Das kriegen wir wahrscheinlich hin, ne? Wir haben ja noch ein paar relativ große Runen. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns mal dieses Level ab. Das waren schon mal 1200. Wir machen jetzt so lange von klein nach groß auf, bis wir genug haben. Na, jetzt wäre wahrscheinlich eine große etwas besser gewesen. Die hier brauchen wir auch noch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die 18.800. Und dafür gehen wir auf jeden Fall nochmal zum Ort der Gnade zurück und geben die mal eben aus. Komm, spring hier drüber und lass hoffentlich diesen Wolf da in Ruhe. Ich meine, wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir hier nochmal sterben würden. Ich vermute mal, das wird man gerade noch hinkriegen. Aber sicher ist sicher, wenn man gerade mal leveln will.
Stufenaufstieg. So, Stärke haben wir 30, genau. Ich wollte mal Geschick auf 20 bringen. Und danach fange ich wahrscheinlich wieder mit Kondition an, das mal auf Stufe 30 zu bringen. Ich wollte gerade mal gucken. Es gab doch auch einen so einen Stat, war das Gleichgewicht? Der darauf Einfluss hat, wie schnell man auch sein Gleichgewicht quasi verliert. Eure Widerstandskraft gegen feindliche Angriffe, bevor ihr unter ihrer Wut zusammenbrecht. Aber der wird auch nirgendwo von so richtig beeinflusst, oder? Ich glaube, der ist wenn auf Rüstung und sowas drauf. Von daher bleiben wir bei den 4 Stats, die wir da auf jeden Fall haben. Es sieht hier immer noch so nach Garten und sowas aus und als wenn hier diverse Spinnen und sowas, Spinnenhände noch rumrennen. Boah, jetzt habe ich aus Versehen genau in dem Moment die Blocktaste losgelassen und schon wird man hier ohne Ende bestraft. Aber er auch. Puh, das war ja gar nicht mal so gut für einen Gegner. Wir gönnen uns mal das Fläschchen. So, ich denke mal, da hinten war sonst nichts gewesen. Da waren wir ja mit dem Wolf schon, beziehungsweise auf dem Weg nach unten schon relativ weit in der Ecke drin gewesen. Aber die Wölfe sind mir doch bedeutend angenehmer als diese Riesenhände. Okay, den habe ich jetzt sogar schon den Hintern berührt, aber diesmal habe ich mich tatsächlich zugegebenermaßen noch bewegt. Ich werde es nochmal weiter austesten müssen. Auch das wollte ich jetzt nicht. Naja, egal. Tod ist tot. Oh, Loot, Loot. Also, es waren, glaube ich, meine eigenen Schritte. Ich habe gerade schon gedacht, oh, was höre ich hier für Schritte? Ist das schon wieder ein Wolf? Okay, aber gegen unten ist hier oben auf jeden Fall relativ harmlos. Bin mal gespannt, was uns hier am Ende erwartet. Ich denke mal, irgendein Boss oder so wird hier auch noch auf uns warten. Hier in so einer Art Dungeon oder was auch immer das darstellen soll. Also irgendeine Art Dungeon muss es ja sein, wenn es die führende Hand hier hinführt. Okay, aber hier oben ist echt weitestgehend harmlos bis jetzt, aber das dicke Ende kann ja auch gerne mal zuletzt kommen. Oha. Da steht das dicke Ende. Ja, gucken wir erstmal hier links. Upsa. Bevor wir uns mit dem dicken Ende anlegen. Vielleicht kann man das dicke Ende ja auch von hinten bespringen, wobei er auch ziemlich viele Mobs dabei hatte. Sowas finde ich ja immer ätzend. Und sich erstmal damit rumplagen muss. Romsi Domsi, mein Freund. Ja, das ist auf jeden Fall die Treppe, wo es uns dahin führt. Ich habe mir auch mal überlegt. So, was haben wir hier jetzt? Also eigentlich nutze ich die Wölfe kaum noch, ja? Weil ich diese Soldaten eigentlich eine coole Mischung aus Tankiness und Schaden finde für normale Gegner und den halt eventuell für den einen oder anderen Boss zum Tanken. So, wie heißen die nochmal? Soldaten von Raya Lucaria. Wo sind sie denn? Achso, man müsste ich nicht sogar das Zeichen dran haben, dass die ausgerüstet sind? Ne, ich sehe nur das. Ah ne, das Loch, die anderen waren ausgegraut. So, jetzt habe ich links die Tanks. Und rechts den Wolf. Und hier wollte ich mir mal sowas wie nach unten Feuerfett oder Magiefett dran machen. Ich starte mal mit Feuerfett, auch wenn wir davon nicht so viel haben. Dann kann man es vielleicht im Kampf mal das eine oder andere Mal benutzen. Okay, fast darunter gefallen. Und man es dann relativ schnell aktiviert kriegt. Dreieck nach unten. Mal gucken, ob uns das bei dem großen Gegner schon irgendwie mal eine Hilfe sein wird.
Und jetzt kommt man tatsächlich hier hoch. Ach, guck mal, ich kann hier sogar wieder was beschwören. Gott. Okay. Na gut, kann ich ihm ins Bein stabben? Ich glaube ja kaum, ne? Erstmal die drei. So, der ist hinüber. Upsa. Und jetzt wollte ich mir mal das Feuerfett gönnen. Oh shit, damit habe ich nicht gerechnet. So, keine Ausdauer mehr. Oh Gott. So, schön mit Feuer bekämpfen. Und er ist gestaggert, ne? Oh, nice. Und wir staggern ihn jetzt mit Feuer. Okay, damit ist er auch so gut wie hinüber, aber nicht ganz. Aber jetzt. Okay, er war dann doch nach dem etwas chaotischen Kampfbeginn deutlich unstressiger, als ich jetzt gedacht hätte. 3000 Runen haben wir. Also er scheint nicht so viel gegeben zu haben. Trollritterschwert ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas Magietechnisches. Es ist zwar ein Riesenschwert, aber auch eins, was mit Weisheit skaliert. So, da unten steht noch ein so ein Magier rum. Den holen wir uns selbstverständlich auch noch. Jo, aber die Waffe mal mit Feuer oder Magie zu überziehen. Das habe ich jetzt voll aus der Bewegung rausgemacht. Mit gedrücktem L-Stick. In eine Richtung. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt. Muss ich dem guten anderen. Muss ich mit dem guten anderen nochmal drüber diskutieren. Gut. Wo sind wir jetzt hier laut Karte? Ach, in diesem Bereich. Okay, Trip. Aua. Treppe rauf, stehen auch noch jeweils zwei Gegner. Gut, dass wir die nicht geaddet haben. So, gibt es hier noch irgendwie was? So ein bisschen hat man ja was gesehen, dass es hier auf der Karte irgendwie links auch noch weitergehen muss. Genau, wo wir jetzt stehen. Naja, es ist auf jeden Fall eine Fläche, wo man rüberspringen kann, aber ich höre hier wieder dieses Klingelgeräusch von diesen komischen Bällen, die herumrollen. Naja gut, vielleicht sind wir hier drauf noch nicht gewesen. Hier ist zumindest Loot, aber ich weiß nicht, wo dieses Klingeln herkommt. Ein Schmiedestein 4. Boah, wie viel haben wir davon? Wir brauchen noch zwei, glaube ich. Und da sind wir wahrscheinlich schon gewesen, als wir ganz unten waren. Oder wo ist das hier? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Nein, nee, das ist gar nicht ganz unten. Ach so, das ist hier, wo sich die Wölfe rumgeschlichen haben. Ja, ja, okay. Ja, wie gesagt, man hat da dieses Klingeln gehört, aber ich bin mir nicht so sicher, wo es herkam. Unsichtbare Wand oder so? Hier hört man es überall. Als wenn es hier hinter wäre. Ja, vielleicht ist es auch hier hinter der Wand, ne? Hinter der Burg. Das will ich gar nicht mal so ausschließen. Aber ich glaube, hier hilft jetzt erstmal nichts, als weiterzugehen. Nur so ein ausgetrockneter Brunnen. Bringt uns aber soweit auch nicht weiter. So, was stehen hier noch für welche? Brusttyp. Ach, die auch noch zurückweichen.
Oh, da ist noch ein zweiter irgendwo. Dann müssen wir den hier mal schnell erledigen. War jetzt leider nichts mit schnell. Oh Gott, ich hätte mir den langsam gönnen sollen. Ey, die sind schneller als ich. Das gibt's gar nicht. Boah. Naja, immerhin hat er mich nicht ganz durchbohrt. Ach, Junge. Die sind scheiße. Ohne Witz, warum sind die so schnell? Parfümeursbolzen. Riechen die gut, oder was? Oh, diese Raureif-Kristallknospen kriegt man hier auf jeden Fall auch einige. Okay, da scheint es auch nochmal rauszugehen. Bevor ich hier irgendwas mache, will ich nochmal die andere Treppe hier clearen. Und zwar diesmal von hinten. Das ging bedeutend angenehmer. Nur ich hätte mir diese Treppe hier zuerst vornehmen sollen mit nur einem Typen drauf. Und die andere Treppe dann auf jeden Fall mal mindestens einen von hinten steppen sollen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? So, hier ist nicht viel. Achso, hier in der Mitte wollte ich auch nochmal gucken. Hier ist schon wieder irgend so eine Statue, aber gut, ich vermute mal, wenn hier schon so eine Statue rumsteht, kommt ja auch gleich ein Bossfight. Weil ich nach meinem Verständnis dann hier wieder auf... Gott, da stehen Stühle rum. Weil ich nach meinem Verständnis dann hier wieder aufwachen müsste, wenn ich sterbe. Ach so, das ist jetzt die Stelle runter. Ne, jetzt möchte ich erst den Bossfight machen, der hier vermutlich kommt. Und dann schauen wir uns den Weg nach unten nochmal an. Ich heile mich mal voll, dann haben wir noch 4 Heilungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht schon wieder sehr, sehr strange hier aus. Es sieht auf jeden Fall nach viel Publikum aus. Königlicher... Oh Gott. Ein Reiterboss. Nein! Ah, vielleicht sollte ich hier auch reiten. Aber gut, beim nächsten Mal kann ich auch wieder meine ganzen Gefährten hier rufen. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied. Ja, Marikas Pfahl, dann bitte. Hier ist wieder so ein Marikas Pfahl super nah am Bossfight dran, ne? Nämlich ungefähr genau hier. Kann ich hier schon reiten? Kann ich da drin reiten? Ne, ich darf hier gar nicht reiten. So, einmal Feuer bitte. Und dann schauen wir mal, was sich hier erledigen lässt. Ich wollte eigentlich springen, hat aber nicht geklappt. Oh Gott. Ui. So, nochmal eine Heilung hier gönnen. Und damit müsste es auch das gewesen sein. Lorettas Großbogen. Königliche Ritterin Loretta. Und Kriegsasche Lorettas Schnitt. Und 10.000 Runen. Ja, cool, aber man sieht schon, auch für so Bosskämpfe mal die Waffe anzuzünden, ist nicht die allerschlechteste Idee, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Gnade. Die berühren wir auf jeden Fall mal. Ach, guck mal, da ist auch schon wieder so ein Teil. Das sind die Sicheln, ne? Eine davon war in, eine davon war doch in der Akademie gewesen und eine ist jetzt hier. Muss ich mit denen noch irgendwie interagieren oder sowas?
Aber habe ich in der Burg, in der Akademie auch schon nicht gemacht, ne? Mit diesen Sicheln irgendwie noch interagiert oder so. Ich wüsste nicht, was damit noch zu tun ist. Und vielleicht muss ich sie einfach nur befreien. Und in der Akademie habe ich es ja wahrscheinlich gemacht und hier jetzt auch. Also vielleicht funktioniert jetzt dieser Fahrstuhl wieder oder was auch immer mir über diese Sicheln nochmal so ganz genau erzählt wurde. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Und warum auch immer hier so Fahrstühle rumstehen. So, jetzt schauen wir nochmal in unseren Status rein. Wir haben 14.400 Runen und brauchen 18.770 zum Leveln, also knapp 4.000. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ah, ich dachte, wir hätten mehr. Boah, wenn mal wenigstens dran stehen würde, wie viele jeweils geben, ne? Wir nutzen die jetzt einfach. 2.500. Sind schon mal 16.700. ...1.200 sind 18.100. 600 brauchen wir noch. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ich meine, ich hätte ein goldenes Tor irgendwo gesehen. Oder war das das Eingangstor? Ne, hier geht's sogar noch irgendwie weiter. Aber ich will jetzt erst die 600 Runen machen. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht noch in irgendeinen Risky Fight begeben und riskieren, dass ich den ganzen Level hier verliere. Deswegen rasten wir hier einmal. Gehen wir mal zurück, steppen so ein paar Typen von hinten. So ein paar Bogenschützen zum Beispiel und ein paar Wölfe oder sonst was. Dann rasten wir nochmal, leveln. Und dann machen wir erstmal den Abstieg da rechts, bevor wir hier weitergehen. So, wie viel geben die denn so? 388. Okay, wenn wir die nächsten beiden noch gesteppt und besiegt haben, können wir auf jeden Fall leveln. So, da oben steht der eine, der sich hier vorhin überraschenderweise eingemischt hat. Aber jetzt wird es für ihn eher eine Überraschung geben, denke ich. Oh, ich hoffe, er fällt nicht runter. So. Naja. Nein. Nein. Boah, jetzt auch noch so eine Scheiße hier, ja. Nur weil er runtergefallen ist, so. Wie ihn das auch so gar nicht stört, ja? So. Ein Rotholz-Kurzbogen. Ja, nice, da könnte ich mal gucken. Ich meine, ich benutze ihn eh nur zum Pullen, ne? Aber ob der besser ist als unser Alter. Aber 19.000 Runen müssten jetzt reichen hier zum Leveln. Ich glaube, also die ersten Caps, ne, für Stärke und Geschick liegen so bei 20. Und da die meisten Mili-Waffen, auch wenn ich sie prinzipiell als schwer umrüste, auch immer noch mit Geschick ein bisschen mit skalieren, ist zumindest bis zum ersten Cap auch nicht ganz verkehrt, hier noch Geschick mitzunehmen. So, Level 57. Jetzt sollten wir erst den Abstieg da machen, ne? Dann machen wir den auch zuerst. Und dann kommen wir hierhin nochmal zurück und schauen uns an, was sich hinter diesem anderen Torbogen da verbirgt. Und so, bin ich hier durchgekommen, ohne jemanden zu enden? Ja. Jo, ich glaube, es ist so gedacht, dass man hier einmal springt oder ein paar Mal springt. Weil ich glaube, direkt ganz durch zu... Upsa! Ganz durchzuspringen ist wahrscheinlich doch relativ tödlich. Na klar, wacht der große Topf sofort auf. So, aber der große ist auch schon hinüber. Und die kleinen machen mir deutlich weniger Sorgen. Zack. Oh, ein Schlag alleine reicht aber nicht. So. Okay, zwei leichte gehen aber auch. Gut. Scherbe eines lebenden Gefäßes hat er uns mal wieder fallen lassen. Das machen sie ja meistens. Oder so ein Topf, der uns zum Craften dienen kann, was wir eh auch herzlich wenig machen. Weil ich bin nicht so, offensichtlich nicht so der, ich schmeiß mal irgendwelche brennenden Töpfe auf den Gegner mitten im Fight. Da zünd ich doch lieber einfach mal mein Schwert an.
Und man hat auch gesehen, dass wir relativ wenig von diesen Fetten haben. Gab es nicht immer ein großes und ein kleines? Ah ne, das ist mehr so eine schneller... Ach so, schneller Waffenüberzug. Braucht man aber Kordeln für. Okay, wahrscheinlich macht es das Gleiche. Es geht nur deutlich schneller, das Schwert anzuzünden. Wie viel könnten wir davon herstellen? 20 Stück. Nichtsdestotrotz, wir machen uns mal 15. Ach so, okay. Ich kann maximal 10 oder so wahrscheinlich mit mir führen. Der Rest ist jetzt im Lager. Ich habe noch nie das Lager benutzt, ne? Ich müsste mal gucken, wie ich da dran komme, ich irgendwann wieder ein bisschen Feuerfett verbraucht habe. Ach, hier ist der gesprungene Topf. Den hat der Topfgegner diesmal nicht selber dabei gehabt, sondern... Ach genau, da unten wollte ich auch noch looten. Sondern hier abgelegt. Da unten sind auch noch mehr Töpfe. Okay. Das heißt, wir machen hier jetzt mal den Abstieg. Besiegen noch die Gegner hier auf den Plattformen, wo wir zwischendurch so aufkommen. Und gucken wir mal, dass wir auch auf diese Mauer da unten kommen, die wir nicht looten konnten. Weil man da wahrscheinlich irgendwie von hier oben drauf springen muss. Ja, da war die Mauer, glaube ich. Da ist auch schon wieder so ein großer Topf oder mehrere große Töpfe. Oh, das kriege ich ab. Aber einen der großen möchte ich auf jeden Fall platt haben. So, bevor ich mich hier mit irgendwas weiter anlege. So, und damit müsste der jetzt auch hinüber sein. Wir können ihn sogar nochmal staggern. Nein, können wir nicht. Töpfe kann man anscheinend nicht staggern. Scherbe eines lebenden Gefäßes mal wieder. Roher Fleischkopf. Rohe Fleischklöpse und Scherben von lebenden Gefäßen kriegen wir bei denen auf jeden Fall. Schmiedestein 3. Schade, 4 wäre mir lieber gewesen. Okay, ein schwerer geladener Schlag. Da reicht auf jeden Fall eine Attacke. Ah, ich glaube, dann haben wir es hier auch. Nein, ich glaube, da wollen wir nicht hin. Eher hier. Boah, ich wollte eigentlich erst nochmal irgendwo hin, wo wir nicht ganz so tief fallen. Hat nicht geklappt, aber wir haben es auch so überlebt. Ja, und ich glaube, das ist die Mauer, auf die wir hier drauf wollten. Und dann können wir schön, wenn wir da gelootet haben, wieder nach oben beamen. Und gucken, was sich hinter diesem Boss da noch verborgen hat. Ja. Ich denke, das ist der einzige Sinn und Zweck von diesem Weg hier. Boah, gut, dass ich gesprungen bin. Sonst hätte man auch in so einen Spalter fallen können. Aber keine Leiter oder so, die man hier runterschubsen könnte, ne? Das heißt, es ist wirklich eine Einbahnstraße, dieser Weg. Kriegsasche, karianische Erhabenheit. Okay. So, königliches Observatorium. Dann schauen wir mal. Große Runen. Muss ich die hier aktivieren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah ne, hier rüste ich sie nur aus. Ne? Aktivieren tue ich einfach durch diesen Runenbogen. Es ist ja eh die einzige aktive, die wir gerade haben. Stampfer. Was ist denn das, was wir gerade gekriegt haben? Ach doch, das war's hier, ne? Kriegsasche. Karitanische Erhabenheit. Okay, man könnte es wieder auch auf schwer. Boah, dann skaliert das gar nicht mehr mit Geschick. Haben nicht andere schwere Sachen? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass schwer
Geschicklichkeit nur runtersetzt und nicht ganz eliminiert. Dann sollte ich das mal lassen mit den weiteren Punkten in Geschick, wa? Muss die gar nicht bis 20 bringen. Zumindest solange ich auf schwer bleibe. Sonst müsste ich... Ja, aber man sieht jetzt schon, mit schwer mache ich über 300, ne? Mit solide bin ich gerade bei 260. Klar, wenn ich jetzt... Muss ich mal gucken, ob ich auf schwer bleibe oder Richtung solide gehen will. Weiß ich nicht so ganz. Dann sollte ich schwer, sollte ich das doch erstmal lassen. So, was macht das? Okay, einmal kurz so einen magischen Angriff. Ja, die Frage ist, wie viel Schaden machen die Dinger, ne? Wo bin ich? Kriegsasche, da. Was haben wir denn noch so neu bekommen? Ich könnte auch diese Blutattacke hier nehmen und auch mal auf schwer umsatteln, ne? Vielleicht probieren wir das mal. Was haben wir noch für Kriegsaschen neu bekommen, die ich noch nicht so im Blick hatte? War da irgendwas Weltbewegendes dabei? Stampfer, wilde Schläge, Bodenschlag, Nebelraptor. Schwerttanz. Warum steht da eigentlich solide? Könnte ich doch... Ach so, weil es, glaube ich, das gerade ist, was ausgewählt ist. Okay, das muss mich erstmal nicht irritieren. Raptor sieht nach irgendwas... Schattenmäßigem aus. Aber was macht es? Ich weiß es nicht. Ich glaube, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich es auch vercheckt. Ne? Ich dachte, Blut ändert die Skalierung, aber ich... Wohl blutig. Löst Blut... Ah, nee. Nur wenn es... Nee, warte mal. Der Sondermove? Eisig. 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 Aber der Sondermove löst immer noch Blutschaden aus, oder? Die normalen Angriffe nicht mehr, dann wird die Skalierung ändern. Aber das hier sieht schon sehr blutig aus, ne? Vielleicht probiere ich es mal. So, jetzt wollten wir hinten weiter, aber jetzt haben wir so viel Zeit doch nochmal mit der Kriegsasche verplempert, dass wir uns beim nächsten Mal hier hinten weiter umsehen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch eventuell ein Däumchen nach oben oder sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.